Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zur sechsten Folge der Serie Das Buch der Offenbarung. Wir haben uns in der letzten Serie, im letzten Teil, mit der Hure Babylon beschäftigt, wo sie sich heute befindet und wo sie in der Endzeit buchstäblich landen wird, nämlich in Sinia. Und wir haben uns außerdem im vierten Teil mit den zehn Königen des Antichristen beschäftigt. Und wollen in dieser Folge ein bisschen mehr auf den Antichristen zu sprechen kommen, auf den letzten Antichristen. Denn es wurde ja prophezeit, dass viele falsche Christusse kommen werden, aber der letzte in der Tat hat es in sich, Satans falscher Messias. Wir fangen auch direkt an in Daniel 9, Vers 27, da heißt es über den Antichristen: Und er, der Antichrist, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, so wie Jesus einen Bund mit uns geschlossen hat. Eine Woche lang und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Und wenn wir hier lesen, von einer Woche soll dieser Bund andauern, dann ist damit keine Tageswoche gemeint von 24 Stunden jeweils, sondern eine Jahreswoche, also 7 Jahre. Und in der Mitte der Woche, nach 3,5 Jahren, wird das Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und zwar im Tempel oder am Tempel dort, der noch nicht ist, wo er sein wird in der Endzeit. Der wird ja noch kommen, deswegen kann auch Jesus morgen zum Beispiel nicht zurückkommen, denn es ist vieles noch, was sich erfüllen muss, und zwar sehr vieles, unter anderem eben dieser Tempel, wo der Antichrist die Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen wird, und er wird etwas anderes noch tun, nämlich etwas einführen. Dazu heißt es in Daniel 7, Vers 25: Er, der Antichrist, wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und das Gesetz Gottes zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 3,5 Jahre. Genau 3,5 Jahre nachdem der Antichrist sozusagen an der Macht ist, wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und wird dann für weitere 3,5 Jahre das Gesetz und die Festzeiten ändern und in seine Hand gegeben werden. Also was er sagt, ist dann das Gesetz, wahrscheinlich sogar im globalen Ausmaß. Und wir kennen das ja heute auch im Christentum. Sie haben ja auch die Festzeiten geändert. Aus Passa wurde Ostern, oder Weihnachten hat man auch hinzugefügt und hat stattdessen die Feste Gottes abgeschafft und geändert, wie der Antichrist es tun wird. Und das Gesetz wird ja auch geändert. Wir kennen ja die Gebote. Das vierte Gebot sagt, halte den Sabbat. Das Christentum sagt, nein, wir wollen den Sonntag heiligen. Man hat also das Gesetz, die Gebote geändert. Deswegen heißt es übrigens auch, dass hier die Schlacht- und Speisopfer aufhören werden. Denn so wie Jesus das Priestertum geändert hat, von der Weise nach Aaron, wo man Schlachtopfer bringen musste, Tiere opfern musste, so leben wir jetzt im Priestertum nach der Weise Melchisedek, und auch der Antichrist wird das Gesetz des Priestertums ändern. Deswegen werden ja auch dann die Opferungen aufhören und er wird auch das Priestertum nach Melchisedek einführen. Dazu habe ich auch ein separates Video gemacht, das Priestertum des Antichristen. Was wir hier noch festhalten ist, dass es für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit der Fall sein wird. Und das finden wir auch wieder im Buch der Offenbarung, wenn wir uns mit der Entrückung beschäftigen, was ein Thema für sich sein wird. In Kapitel 12, Vers 14 heißt es: Und es wurden der Frau, dem Volk Gottes, zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre, fern von dem Angesicht der Schlange. Das ist der Schutzort, wo wir keinen Einfluss von Satan zu befürchten haben, wohl aber gewisse Strafen Gottes, wenn wir natürlich nicht gehorsam sind, so wie auch die Israeliten ja einige nicht gehorsam waren, als Moses die Gebote Gottes seinem Volk präsentierte und sie lieber ein goldenes Kalb gemacht haben, weil sie nicht warten konnten auf die Rückkehr von Moses, so wie viele vielleicht auch nicht warten können auf die Wiederkunft von Jesus und sagen, morgen kommt Jesus, was ja nicht der Bibel entspricht. Außerdem lesen wir hier, dass der Antichrist das Gesetz ändern wird und die Festzeiten. Und die Festzeiten hat bereits König Jerubim geändert, der erste König des Hauses Israels, der die 10 Stämme praktisch innehatte. So heißt es im ersten Buch der Könige, Kapitel 12, Abvers 32, Ferner ordnete Jerubim ein Fest an, und er opferte auf dem Altar
den er in Bethel gemacht hatte am 15. Tag des 8. Monats, des Monats, den er in seinem oder aus seinem eigenen Herzen erdacht hatte. So wie man Weihnachten und Ostern hat man zwar nicht aus dem eigenen Herzen erdacht, sondern eher auf heidnische Traditionen aus Babylon und Ägypten zurückgeführt, aber König Jerubim, er denkt sich in seinem eigenen Herzen irgendwelche da Feste aus, die er entweder pervertiert, irgendwelche Feste Gottes, oder selbst sich eins einfallen lässt. Und wir sehen, Jerubim hat auch Erfahrung, nicht nur mit der Änderung von Festen oder Einführung von Festen, sondern auch mit der Opferung auf einem Altar. Und deswegen ist Jerubim ein Schatten auf den Antichristen und, wie wir sehen können, möglicherweise der Antichrist selbst, der bereits auferstanden ist, wie wir versuchen werden, in diesem Video noch deutlich zu machen. Denn wir lesen hier außerdem im 2. Thessalonicher Kapitel 2 ab Vers 3 über den Antichristen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Und wir haben gelesen im 1. Johannesbrief, Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Er ist also der Mensch der Gesetzlosigkeit, der das Gesetz Gottes ändert. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Und die Gesetzlosigkeit ist in der Tat etwas, was Gott gar nicht gefällt. Und der Antichrist wird ebenfalls hier als der Gesetzlose bezeichnet. Selbst wenn er sagt, das Gesetz gilt noch, aber wir wissen ja, Glaube ohne Werke ist tot. Und was der Antichrist tun wird, entspricht nicht mehr dem Gesetz Gottes. Dazu lesen wir auch eine Bezeichnung, wie gesagt, der Gesetzlose des Antichristen im Buch Ezekiel in Kapitel 21, Vers 30. Da heißt es, was aber dich betrifft, du entweihter Gesetzloser, der Antichrist, du Fürst Israels, nicht Papst von Rom, nicht Präsident der USA oder der Europäischen Kommission, du Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes, der Gesetzlosigkeit des Endes. Jesus sagte auch, zur Zeit des Endes, da wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Aber so spricht Gott der Herr, fort mit dem Kopfbund, was ein Zeichen für das Priestertum ist, herunter mit der Krone, weil der Antichrist natürlich auch der König sein will. So wird es nicht bleiben, das Niedrige soll erhöht werden und das Hohe soll erniedrigt werden. Denn Jesus hat sich selbst erniedrigt, wurde erhöht. Der Antichrist erhöht sich selbst und wird erniedrigt und landet im Feuersee. Denn zunichte, zunichte, zunichte will ich sie machen. Auch dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht. Dem werde ich sie geben, nämlich den Kopfbund und die Krone, nämlich dem König der Könige. Ihm gebührt die Ehre und das Anrecht, König der Könige genannt zu werden, nicht dem falschen Messias, dem Antichristen, der auch hier ein entweihter Gesetzloser bezeichnet wird, der Fürst Israels. Und was sagt Jesus oder was ist die Meinung von Jesus über das Gesetz Gottes? Hebräer 1, Vers 9. Du, Jesus, hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Und der Antichrist ist also ein Gesetzloser, er ist ein Feind der Gerechtigkeit, aber man könnte sagen ein Freund der Gesetzlosigkeit. Und das ist bei Jesus nicht der Fall, denn er hasst die Sünde. Er sagte selbst in Matthäus Kapitel 5, dass bis Himmel und Erde vergehen, nicht ein Strichlein des Gesetzes vergehen. Das gilt für alle Menschen, nicht nur für Juden. Und das sollte eigentlich irgendwann auch mal klar sein. Wir sehen uns jetzt mal Johannes 10, Vers 11 im Neuen Testament an. Denn Jesus sagte nicht ohne Grund, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun, es gibt auch einen falschen Hirten, eben den Antichristen. Und über ihn heißt es in Sacharja 11, Vers 17, wehe dem nichtsnutzigen Hirten, dem Antichristen, der die Herde verlässt. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Und es gibt einen König, dessen Arm schon mal verdorrt ist, nämlich König Jerubim. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 13, Vers 4 heißt es, und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, der gegen den Altar von Bethel rief, da streckte Jerubim seine Hand aus vom Altar herab und sprach, er ergreift ihn. Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, so dass er sie nicht wieder zu sich ziehen konnte.
Und wenn Jerubim sozusagen der Antichrist ist, seine Hand ist schon mal verdorrt, könnte in der Endzeit gänzlich verdorren. Und wir werden uns gleich anschauen, wie der Antichrist von den Toten auferstehen sein könnte. Und wenn wir davon ausgehen, dass Jerubim der Antichrist ist, der bereits zur Zeit von Jesus vor 2000 Jahren dann auch gelebt haben muss, finden wir ihn eventuell im Neuen Testament auch wieder in Apostelgeschichte 13, Vers 6, da heißt es: Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus. Dieser Mann hat also einen Namen angenommen, Bar-Jesus, als wolle er Jesus schlecht machen oder selbst behaupten, er sei Jesus, ein falscher Jesus, ein Anti-Jesus. Und der Zauberer leistete ihnen Widerstand, nämlich Paulus, und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten, was der Antichrist auch tun wird, die abzuhalten, die an den wahren Jesus glauben. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, voll von List und aller Bosheit, du Feind der Gerechtigkeit. Du Feind aller Gerechtigkeit. Und wir haben ja gesehen, Gesetzlosigkeit ist eben etwas, was Gott hasst. Und wenn er Feind aller Gerechtigkeit ist, dann ist er ein Freund aller Gesetzlosigkeit. Und wenn er als Sohn des Teufels bezeichnet wird, dann denken wir daran, Jesus ist der Sohn Gottes. Und wenn der Antichrist also dann als Sohn des Teufels bezeichnet ist oder bezeichnet wird, dann könnte dieser Bar-Jesus in der Tat der Antichrist sein, hier verkleidet. Wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein. Wie auch prophezeit wurde, sein Augenlicht wird in der Endzeit dann gänzlich erlöschen und das wird dann am Ende geschehen. Also wir sehen hier, der Antichrist war am Wirken, ist am Wirken und ist auch bereits am Leben. Wir schauen uns mal an, wie das Ganze vonstatten gegangen sein könnte. In Offenbarung 13, Vers 3 heißt es: Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, des Antichristen, vor dessen Augen, und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier, nämlich den Antichristen, anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und wie kann jetzt der Satan es vollbringen, dass er jetzt einen Menschen, sei es Jerubim oder sonst wen, von den Toten auferweckt? Dazu schauen wir uns ein Beispiel an. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 13, Vers 21, da heißt es: Und es geschah, als man einen Mann begrub, bei einer Beerdigung, logischerweise, da sahen sie plötzlich die Streitschar kommen, und sie warfen den Mann in das Grab Elisas, eines Propheten Gottes, und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine von Elisa berührte, wurde er wieder lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Durch die Gebeine, durch die Knochen, durch die Leiber eines Propheten Gottes, die tot sind, können Menschen wieder lebendig gemacht werden, wie eben dieser Mann, der hier in das Grab des Propheten Elisas gelegt wurde. So wurde er wieder lebendig. Deswegen heißt es in Judas 1, Vers 8, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, über die Gebeine von Moses, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Sprach Erzengel Michael. Also was hat der Teufel mit den Gebeinen von Moses vor? Nun, er ist weise und er weiß natürlich auch, dass man mit Leibern von wahren Propheten Gottes auch Menschen auferwecken kann. Und vielleicht will er ja mit den Gebeinen von Moses letztendlich den Antichristen auferwecken oder hat damit bereits Jerubim auferweckt, was ja letztendlich ein und dasselbe wäre, wenn Antichrist der König Jerubim ist. Wir lesen außerdem in Matthäus 27, Vers 51, was geschieht, wenn jemand von den Toten auferweckt wird. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss, als Jesus starb, von oben bis unten in zwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Ein Zeichen einer Auferstehung von Toten ist also auch, dass die Erde erbebt, ein Erdbeben geschieht. Und wir lesen ja auch im Buch der Offenbarung von einem Erdbeben so groß, wie es noch niemals war, was mit der Auferstehung aller Toten, aller Gläubigen in Christus in Zusammenhang gebracht werden kann. Deswegen ist das Erdbeben so groß, weil eben so viele Menschen dann auferstehen. Also da gibt es auch einen Zusammenhang. Aber schauen wir mal, was bei Jerubims Lebzeiten geschah.
In Amos 1, Vers 1 heißt es, in den Tagen von Jerubim, dem König von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Könnte zu jener Zeit, in den Lebzeiten von Jerubim, also zu der Zeit Jerubim also auferstanden sein. Und da geschah eben auch ein Erdbeben, weil Jerubim dann gestorben ist und auferweckt wurde und heute noch lebt und sich am Ende auf den Thron setzen will. Es ist eine Auslegung, ich persönlich mache kein Dogma draus. Ich sage nicht, dass es hundertprozentig Jerubim sein muss, aber woran ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es laut Bibel auf jeden Fall ein König Israels sein wird. Denn kein Papst wird sich in den Tempel Gottes in Israel setzen, auch kein Präsident wie Obama oder auch kein Martin Schulz in der Europäischen Union. Wir schauen uns jetzt mal an, was im ersten Buch der Könige geschrieben steht und im zweiten Buch, denn da lesen wir, wie lange Jerubim, der 2 Herrschaftszeiten hatte, insgesamt an der Macht war im Alten Testament. Da heißt es, die Zeit aber, die Jerubim regierte, betrug 22 Jahre bei der ersten Königsherrschaft. Im 15. Jahr Amasias aber wurde Jerubim erneut König über Israel in Samaria und er regierte 41 Jahre lang. Die meisten glauben natürlich, dass es hier von 2 verschiedenen Jerubims sozusagen die Rede ist, aber wenn man davon ausgeht, dass Jerubim beim ersten Mal schon von den Toten auferstanden ist, dann könnte es derselbe Jerubim sein. Und wir haben hier also einmal 22 Jahre und 41 Jahre und wir lesen in Jesaja 23, Vers 15 eine Prophezeiung. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird Tyrus für 70 Jahre in Vergessenheit geraten, solange ein König regieren kann. Wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann erkennen wir, okay, ein König kann also nicht länger wie 70 Jahre an der Macht sein, ein menschlicher König. Wir reden natürlich nicht von Jesus, dem König der Könige. Und wenn wir das zusammenzählen, die beiden Königsherrschaften von Jerubim, 22 Jahre plus 41 Jahre ergeben 63 Jahre. Und das heißt, Jerubim hätte noch 7 Jahre Zeit und dann wäre seine Zeit vorbei. Also er kann noch 7 Jahre König sein. Und wie lange wird der Antichrist König sein? 7 Jahre. Auch hier sehen wir einen Zusammenhang. Etwas, was der Antichrist auch tun wird, sind Prophezeiungen, die sich auf den Messias beziehen oder Aussagen, die er dann auf sich beziehen will. Das kann er unter anderem tun mit Offenbarung 1, Vers 17 zum Teil. Da heißt es, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, sagte Jesus, und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wir wissen, Jesus ist natürlich der Erste und der Letzte, er war schon da, bevor der erste Mensch erschaffen wurde. Und Jesus ist der Erste und der Letzte und Jerubim, wir wissen, er ist der erste König des Hauses Israels. Und wenn er davon ausgeht, er ist wirklich der Messias, geht er davon aus, er wird auch der letzte König Israels sein. Deswegen kann auch Jerubim sagen, ich bin der erste König des Hauses Israels und ich bin der letzte König des Hauses Israels, weil ich bin ja von den Toten auferstanden. Und er kann auch sagen, ich bin der Lebende und ich war tot, weil ich bin ja auferstanden durch die Gebeine von Moses, mit Satans Hilfe, wie auch immer. Aber er kann nicht sagen, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn er wird in Ewigkeit laut Bibel wahrscheinlich dann im Feuersee landen, wenn wir Ewigkeit wirklich als das verstehen, was es in unserem Verständnis heißt, nämlich für immer. Wir sehen außerdem eine Sache über Jerubim in Könige, im ersten Buch der Könige, Kapitel 11, Vers 40, da heißt es, Salomo aber trachtete danach, Jerubim zu töten. Da machte sich Jerubim auf und floh nach Ägypten und er blieb in Ägypten, bis Salomo starb. Und da kann natürlich Jerubim auch sagen, ja, das ist natürlich ein Ereignis, womit sich Hosea 11, Vers 1 dann erfüllt hat. Da heißt es, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nun, wir wissen, Jesus ist der Sohn Gottes, den Gott aus Ägypten gerufen hat, wie wir gleich sehen werden. Aber auch der Teufel hat einen Sohn, wie wir gesehen haben, Bar-Jesus. Und auch Jerubim wurde aus Ägypten gerufen. Als Salomo starb, kehrte Jerubim dann wieder zurück nach Israel. Und genauso ist es aber mit Jesus. Er erfüllte diese Prophezeiung. In Matthäus 2, Vers 13 heißt es, steh auf, nimm das Kind, sprach ein Engel zu Josef im Traum und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Genau dasselbe eigentlich wie auch, also fast dasselbe, man kann es nicht vergleichen. Wie bei Jerubim, er flüchtete so lange nach Ägypten, bis Salomo starb und Jesus sozusagen mit seinen Eltern flüchtete so lange nach Ägypten, bis Herodes starb.
Und so sehen wir, der Antichrist wird sich die Bibel natürlich zunutze machen, vor allem das Alte Testament. Er könnte zum Beispiel auch sagen, ja siehe, ihr Juden, ihr glaubt ja an zwei Messiasse, den Messias ben Josef, den Messias ben David. Der Messias ben Josef kann er theoretisch sagen, war Jesus, den habt ihr aber nicht angenommen. Kein Problem, jetzt bin ich da, ich bin der Messias ben David und ich bin der herrschende Messias und ich herrsche über euch. Und dann kann er Jesus ins Spiel bringen, aber trotzdem kann er sagen, er kann euch nicht retten, ich bin jetzt da. Und dann kommt natürlich der wahre Jesus, ja, und dann werden alle, die auf den falschen Jesus reingefallen sind, natürlich doof aus der Wäsche gucken, um es mal so zu sagen. Wir schauen weiter, was Jesus selbst sagt in Matthäus 24, Vers 24. Über die Endzeit, er sagte, es werden viele falsche Christusse, beziehungsweise falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Wenn Barack Hussein Obama der Antichrist sein soll, wie tatsächlich einige glauben, leider, nun, dann warte ich ja mal drauf, bis Obama irgendein großes Zeichen oder Wunder tut, wie der Antichrist, irgendwelche Feuer vom Himmel oder sonst was. Das glaube ich nicht, auch kein Papst ist dazu in der Lage. Am Ende der Zeit werden wir sehen, die ganze Welt wird mit übernatürlichen Dingen überschwemmt werden. Und da die Geister zu unterscheiden, Gottes Wunder und Satans Verführungen, Zeichen und Wunder zu unterscheiden, wird eine schwierige Aufgabe für einige, die die Bibel nicht kennen. Jetzt ist noch die Zeit, sie zu lesen und das Wort Gottes ernst zu nehmen. Falsche Christus, es werden also viele Antichristen auftreten. Das lesen wir auch im 1. Johannesbrief ab Vers 18 in Kapitel 2. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, der Letzte, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist, also der Messias? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und da gibt es zum Beispiel natürlich auch die Religion im Koran, wo es in Sure 9, Vers 30 heißt, diejenigen, die glauben, Jesus sei der Sohn Gottes, die werden laut Sure 9, Vers 30 sogar von Allah verflucht. Deswegen Muslime leugnen ebenfalls den himmlischen Vater und seinen Sohn Jesus Christus, weil Allah nicht der Vater ist, weil Allah keinen Sohn hat. Auch der Antichrist wird sagen, er glaubt an Gott, aber in seinen Taten erkennen wir, dass er nicht an den himmlischen Vater glaubt. Und er wird leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil er sich als Sohn Gottes versteht, den man aus Ägypten gerufen hat. Welche Stimme auch immer er da gehört hat, bleibt erstmal ein Geheimnis. Wir lesen außerdem, was Johannes noch geschrieben hat, weiter im 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 3 und dann im 2. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 7. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Was heißt es denn, wenn jemand leugnet, also wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus Christus, aber leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist? Eins ist klar, wir haben oben gelesen im 1. Johannesbrief Kapitel 2, wir dürfen nicht leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer nicht bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der glaubt an einen falschen Jesus und hat keine Errettung. Es ist Pflicht, Glaubenspflicht für die Erlösung, dass wir glauben, nicht nur was Jesus getan hat am Kreuz für unsere Sünden, gestorben und auferstanden, sondern auch wer er ist, nämlich der Sohn des allmächtigen Gottes. Und das wird auf jeden Fall kritisiert, genauso, also wenn man es nicht glaubt, genauso wie man wie kritisiert wird, wenn man leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Und wir lesen hier die ganze Zeit, es ist Johannes, der da schreibt, und er schrieb bereits im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums folgendes. Im Anfang war das Wort Jesus, und das Wort, nämlich Jesus, war bei Gott, dem Vater, und das Wort Jesus war Gott. Und das Wort Jesus, Gott, wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus war also im Anfang bereits bei Gott, dem Vater, denn durch Jesus hat Gott der Vater alles
erschaffen, was geschaffen wurde, was unter der Erde ist, auf der Erde, über der Erde, im Himmel und so weiter und so fort. Deswegen lesen wir auch, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und im Anfang war bereits, als Himmel und Erde geschaffen wurde, das Wort Gottes, Jesus Christus. Und er wurde Fleisch, das heißt Jesus, der bei Gott dem Vater im Anfang war, hat vor 2000 Jahren seinen geistigen, ewigen Körper ausgezogen, hat Fleisch angezogen, wurde ein Mensch und ist dann als Mensch für die Sünden der Menschen gestorben und ist nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder auferstanden und wurde wieder das, was er davor war, nämlich der Sohn Gottes, der ewig lebt und jetzt ebenfalls auch, wenn er zurückkommt, auf seinem Thron sein wird. Und es gibt leider einige Christen, die bekennen nicht, dass Jesus schon lebte, bevor Abraham war, was er doch selbst sagte. Die sagen, so ähnlich wie bei König David, König David wurde ja auch ganz normal geboren und König David lebte auch nicht vor seiner Geburt als Mensch. Und so glauben sie, dass auch Jesus nicht lebte, bevor er Mensch wurde vor 2000 Jahren. Und wer das ebenfalls leugnet, dass Jesus sozusagen präexistent war, lebte, bevor er Mensch wurde, der glaubt auch an einen falschen Jesus, der nicht im Fleisch gekommen ist, also nicht Fleisch angezogen hat. Und das ist ebenfalls ein Verführer und ein Antichrist. Bedauerlich, aber wahr, es gibt viele, die das leider glauben bezüglich Jesus. Deswegen, liebe Geschwister, zum Schluss lasst euch nicht verführen von falschen Christussen, die dort in der Welt sind. Es werden noch viele mehr kommen und wir müssen die Geister unterscheiden. Und wir sehen, ich sage wie gesagt nicht, dass Jerubim der Antichrist ist am Ende der Tage, aber er ist auf jeden Fall eine Auslegung, die meines Erachtens biblischer ist als alles, was ich davor gehört habe, vom Papst oder Obama oder sonstigen Präsidenten. Wir haben es hier immer mit Israel zu tun und denken wir daran, er will Jesus nachmachen, den wahren Messias. Und da müssen wir natürlich Israel im Auge haben und nicht den Vatikan in Rom. Das war also der 6. Teil der Serie, das Buch der Offenbarung, der letzte Antichrist, Satans falscher Messias. Er wird definitiv ein König Israels sein, deswegen beten wir dafür, dass wir den König Israels anerkennen, den, der sich wirklich am Ende für 1000 Jahre auf die Erde setzen wird und inmitten seines Volkes ein Segen sein wird für 1000 Jahre für alle, die ihm gehorsam sind. In diesem Sinne, liebe Geschwister, lasst euch nicht verführen und ich wünsche euch gottesreichen Segen im Namen des Herrn. Und in der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich mit dem falschen Propheten oder dem Mahlzeichen beschäftigen. Das werden wir dann sehen, so Gott will. Und bis dahin nicht vergessen, so oder so, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt der Herr der Herren, der König der Könige, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen.